So, dann guten Abend und herzlich willkommen zu unserem ersten Science Talk im Jahr 2021. Mein Name ist Bettina Höfner und ich betreue in der DDV-Geschäftsstelle die Reihe der Science Talks. Im vergangenen Sommer hatten wir dieses Online-Format gestartet, da unser wissenschaftlicher Kongress nicht live stattfinden konnte. In Zusammenarbeit mit unseren Partnerverbänden aus Österreich und der Schweiz haben wir im vergangenen Jahr von Oktober bis Dezember 10 anregende Abende mit Wissenschaftlern aus allen drei Ländern organisiert. Und auch die Zuhörer kamen wie heute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Insgesamt konnten wir 300 Teilnehmer begrüßen. Wir haben alle Vorträge aufgezeichnet und die wurden dann nochmal weit über 600 Mal abgerufen. Diese sehr guten Erfahrungen mit dem Format haben uns veranlasst, die Reihe nun fortzusetzen. Die Details der ersten drei Abende stehen schon fest. Weitere drei Termine bis Juni sind in Vorbereitung. Und wir senden Ihnen dazu dann gerne auch Einladungen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch an den anderen Abenden dabei wären. Vorab möchte ich Ihnen einige wenige Punkte zur Technik erläutern. Ich wollte Sie bitten, die Mikrofone stumm zu schalten, aber wenn ich das richtig sehe, haben das alle so und so schon gemacht, um eben Störgeräusche zu minimieren. Wenn Sie im Anschluss an den Vortrag Fragen stellen wollen, dann können Sie Ihr Mikro und gerne auch Ihre Webcam einschalten oder Sie können alternativ Ihre Fragen im Chat stellen. Dafür lesen wir die entsprechend. In der Teilnehmerliste, die Sie in diesem Bedienpanel sehen, da können Sie Ihren Namen und eine eventuell angezeigte E-Mail-Adresse jederzeit bearbeiten. Und noch ein Hinweis, Sie haben es wahrscheinlich gerade schon gehört, wir zeichnen diesen Science Talk auf. Das betrifft auch Wortbeiträge von Teilnehmern und Übertragungen der Webcam. Nicht aufgezeichnet werden der Chat und die Teilnehmerliste. Dann freue ich mich ganz besonders, dass heute der Roger Muffler, Präsident des Schweizer Dialogmarketingverbands, die Moderation übernimmt und übergebe gerne an ihn. Vielen Dank, Frau Höfner. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich möchte gleich einsteigen und zwar, indem ich den Herrn Professor Dr. Schleusner kurz vorstelle. Ich habe das Web durchforstet und bin fündig geworden, so nach den wichtigsten Punkten. Und Herr Schleusner, wenn ich mich da irgendwo irren sollte oder was Wichtiges vergessen geht, dann melden Sie sich bitte. Sie haben in den 90er Jahren Ihr Studium aufgenommen, und zwar in BWL an der Universität in Münster, haben anschließend dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch an der Universität Münster gearbeitet und im Jahr 2000 dann dort promoviert zum Dr. Reerpol. Dann folgte ein fünfjähriger Abstecher in die Beratung, zuletzt als Director bei Simon Kucher und Partners. Und dann ging es zurück in die akademische Welt. Und zwar als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Marketing an der Hochschule Niederrhein im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen. Und seit 2013 verantworten Sie diesen Fachbereich auch als Dekan. Ein weiterer Punkt, der mir geblieben ist von unserem ersten Gespräch, das ist der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. Wenn ich das richtig notiert habe, dann waren Sie da oder ab 2016 dabei. Und das finde ich insofern spannend, als das ja auch mit unserem heutigen Thema dann wieder wahrscheinlich sehr viel zu tun hat, weil es da eben auch darum geht, wie nehmen das die Verbraucher wahr oder wie nehmen das die Politiker wahr, wenn sie die Verbraucher schützen wollen, dieses Thema vom dynamischen und vor allem personalisierten Pricing. Also Sie haben da auch quasi durch diese Brille einen sehr guten Einblick gekriegt, auch in die Sicht der Verbraucher. Nun zum Thema habe ich nicht vergessen, Herr Schleusner. Das insofern alles richtig. Ich war eigentlich nicht Mitglied im Sachverständigenrat. Ich habe ein Gutachten gemacht, was aber der Einstieg für mich in die Thematik war. 2016 war das eben ein großes politisches Thema. Und ab da ging es dann auch stärker los mit diesen Themen in der öffentlichen Diskussion. Okay, gut. Dankeschön. Dann zum Thema. Ich denke, da
oder ich kann jetzt aus meiner Sicht sprechen, da habe ich und so viele Leute in meinem Umfeld meine eigenen Geschichten und vielleicht Legenden. Weil ich könnte schwören, dass ich damals mit meiner Frau zusammen, jeder von uns an unserem Notebook gesessen haben und sie einen anderen Preis für diesen Flug angezeigt gekriegt hat, als ich zur gleichen Zeit. Und das ist mir geblieben. Das wirkt dann irgendwie so ein bisschen spooky und gleichzeitig faszinierend. Die Frau Höfner hat das heute auch noch schön geschrieben im Teaser auf LinkedIn. Ist es jetzt wirklich so, dass dann der Anbieter sieht, dass ich ein iPhone habe und deswegen mir dann ein teureres Angebot macht als jemand mit einem günstigeren Telefon? Ich freue mich darauf, das jetzt von Ihnen zu hören, ob das wirklich so ist, was da alles möglich ist oder ob das eben tatsächlich nur oder erst Legenden und gute Geschichten sind. Ich übergebe Ihnen sehr gerne das Wort, freue mich auf diesen Science Talk. Bitte, Herr Schleusner, das Mikro gehört Ihnen. Ganz herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung mit gewissen Vorschusslorbeeren gleich. Ja, ich teile gerne mal meinen Bildschirm. Das sollte dann funktionieren. Ja, jetzt muss ich da drin bleiben. So. Genau. Ja, das ist ein guter Einstieg, den Sie genannt haben. Tatsächlich werde ich immer wieder mit solchen Geschichten konfrontiert. Wir haben diese Dinge auch untersucht, ob das tatsächlich so ist und sein kann. Und wenn man es erlebt, dann ist es ja offensichtlich so. Nur die Frage ist, ist es beabsichtigt? Und wenn es beabsichtigt ist von Unternehmen, ist dann die nächste Frage, macht es denn Sinn? Also machen die danach mehr Profit, wenn sie das tun? Tatsächlich ist bisher die Studienlage so, dass man solche Effekte, solches Handeln von Unternehmen noch nicht in dem Maße nachweisen konnte, sondern dass sicherlich häufig andere Gründe dahinter stehen, wenn man solche unterschiedlichen Preise beobachtet, wenn zwei Personen gleichzeitig Preise aufrufen. Da kann es Preisexperimente geben und so weiter. Kann es auch technische Themen geben. Es kann auch sein, dass jemand das mal ausprobiert. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was sehr viele Fragen aufwirft und auch viele Menschen interessiert. Und im Bereich des Pricings ist es natürlich so ein bisschen ja, der heilige Gral da, der Stein der Weisen so rauszufinden, wie kann ich wirklich die Konsumentenrente abschöpfen. Aber was heißt das? Ja, dazu haben wir heute dieses Thema ausgesucht. Ich will gemäß des Titels eben die beiden Bereiche dynamische und personalisierte Preisbildung in den Mittelpunkt stellen. Vorher eine kleine Einordnung machen und eine kleine Abgrenzung. Warum das Ganze und wie kann man die beiden dynamische Preisbildung und personalisierte Preisbildung auch unterscheiden? Abgerunden will ich das ganze Thema mit ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die zu beachten sind, und ein kurzes Fazit. Ja, direkt mal einsteigen. Warum ist das Thema eigentlich relevant und betriebswirtschaftlich relevant? Und da darf man dann auch in so einem Science Talk sicherlich mal so eine kleine Grafik zeigen, die sicherlich vielen bekannt vorkommt. Nur noch mal zur Erinnerung, worüber reden wir hier eigentlich? Es geht um Preispolitik, also immer die Frage, wie setzen wir einen Preis und wie entwickelt sich dazu die Menge? Und im Normalfall kennen wir das so, dass wir einen Angebotspreis setzen und daraus ergibt sich dann eine bestimmte Menge, die die Konsumenten nachfragen, entsprechend der Preisabsatzfunktion. Und wir können also ablesen, welche verkaufte Menge zu diesem Preis gehört. Was wir auch feststellen, ist, dass wir hier oben Konsumenten in dem oberen roten Bereich haben, die eigentlich eine höhere Preisbereitschaft haben und mehr bezahlen würden für das Produkt. Und gleichzeitig haben wir hier unten Konsumenten, die eine niedrigere Preisbereitschaft haben und nicht kaufen würden bei diesem einen Preis, den wir da anbieten. Wenn wir noch die Kosten einführen, weil wir nicht Umsatz machen wollen, sondern Deckungsbeitrag, dann werden wir denjenigen, die eine Zahlungsbereitschaft unter den Kosten haben, nichts verkaufen können, leider, weil wir dann im Grunde ja nur Verlust machen würden. Und unser Umsatz, der schmälert sich um die variablen Kosten und so können wir dann unseren Deckungsbeitrag erkennen. So, das ist jetzt der ganz simple Zusammenhang, wenn wir Preispolitik machen und einen Preis im Markt haben. Die Fragezeichen stehen natürlich hier in diesen roten Dreiecken. Nämlich, wie kann ich an dieses Geld zusätzlich noch kommen? Da gibt es ja offenbar Konsumenten,
die mehr bezahlt hätten oder auch Konsumenten, die was bezahlen wollten, aber die einen werden nicht bedient und die anderen können ihr Geld behalten. Das ist natürlich schade aus Unternehmenssicht. Also kommt man auf die Idee und sagt sich, dieser Einheitspreis auf der einen Seite bei der weitgehend unbekannten Preisabsatzfunktion ermöglicht uns einen Deckungsbeitrag. Wenn wir es aber schaffen würden, tatsächlich die individuellen Zahlungsbereitschaften zu erkennen, also deswegen hier die Preisabsatzfunktion habe ich mal so gestrichelt gezeichnet, das sind ja alles ganz einzelne Preise, und dann diese Preise auch fordern könnten, mit Hilfe eines entsprechenden Algorithmus, dann würden wir es doch schaffen, den kompletten Deckungsbeitrag realisieren zu können. Das ist die Motivation dahinter. Wir wollen also im Grunde einfach mehr Deckungsbeitrag, mehr Gewinn erzielen, wenn wir aus Unternehmensperspektive argumentieren. Und hier sieht man auch schon das Thema für das Thema Verbraucherschutz. Da gibt es immer den Fokus auf dem linken oberen Dreieck und die Frage, ja, stehen wir nicht nachher schlechter da als Konsumenten, wenn wir tatsächlich den Preis bezahlen müssen, den wir auch wirklich bezahlen würden und nicht, wenn wir die Konsumentenrente nicht für uns behalten könnten. In der Außendarstellung können wir eine Veränderung der Preise im Zeitablauf sehen, in der Regel im Dynamic Pricing. Und das eben hier zur Abgrenzung schon mal, also wo sich Preise im Zeitablauf verändern. Im einfachsten Falle beispielsweise bei Flügen, Sie hatten es gerade angesprochen schon, da erleben wir eben, dass die Preise im Zeitverlauf einfach steigen. Das würden wir eben Dynamic Pricing schon nennen. Was wir im Online-Bereich ganz häufig sehen, sind im Wettbewerbsumfeld sich verändernde Preise, also auch über die Zeit. Aber da ist weniger die Zeit der Treiber für die Veränderungen, sondern der Wettbewerbspreis jeweils. Ich habe mal versucht, das hier so zu skizzieren, dass man die Angebotsentwicklung auf der einen Seite hat und dann darüber sehen kann, so würde sich vielleicht der Wettbewerbspreis verändern. Und hier sähe man, dass der Anbieter versucht, immer in einem entsprechenden Abstand seinen Angebotspreis zu setzen. Das wäre dynamisches Pricing, wenn wir ins personalisierte Pricing gehen. Dann haben wir Preisverläufe über die Zeit für die einzelnen Kunden, die weitgehend unabhängig voneinander sind. Ja, ich habe jetzt hier noch Zusammenhänge dargestellt, aber Sie sehen gleichzeitig, dass diese beiden Kurven doch etwas unterschiedlich verlaufen. Also das heißt, es gibt Preise für jeden Kunden, der so individuell ist, der Preis, dass dieser Preis einem anderen Kunden nicht angezeigt wird in einer beliebigen anderen Situation oder auch in der gleichen Situation, weil der Preis eben auf Basis situativer Merkmale, aber eben auch auf Basis von Kundenpräferenzen, von Kundenhandlungen dann erzeugt würde. So, das ist zum einen also wichtig, dass wir beim dynamischen Pricing sehr häufig in der Praxis Zeitverläufe und auch wettbewerbsbezogene Veränderungen sehen, beim personalisierten Pricing aber die Idee dahinter steht, dass man wirklich den einzelnen Konsumenten mit seiner Konsumentenrente erwischt sozusagen mit dem richtigen, für ihn richtigen Preis. Klar ist auch, dass man beim dynamischen Pricing sicherlich nicht alle einzelnen Preise der einzelnen Konsumenten erreichen kann, sondern da wieder mit Segmenten arbeitet. Das ist so ein bisschen aber die Abgrenzung dazwischen und die Idee dahinter. Im ersten Teil möchte ich jetzt auf das dynamische Pricing kurz eingehen, also im Zeitablauf beziehungsweise das wettbewerbsinduzierte dynamische Pricing. Und da steht eigentlich am Anfang die Erfahrung und die Wahrnehmung, dass es dauernd ständig Preisänderungen gibt im Internet. Wenn man da in irgendwelche Quellen schaut und mal so ein bisschen nachrecherchiert, was gibt es denn überhaupt an Preisänderungen, dann werden einem da je nach Beobachtungszeitraum und Website Millionen von Preisänderungen angezeigt. Man hat das Gefühl, es ändert sich jetzt wirklich alle Nase lang und dauernd etwas. Im gleichen Jahr, wo diese Beobachtung gemacht wurde, gab es eine Studie aus Köln und Düsseldorf zusammen von den Universitäten, die sich mal angeschaut haben, wie häufig verändern Stationärhändler eigentlich ihre Preise und wie oft verändern Onlinehändler ihre Preise. Und man konnte feststellen, dass in über 80% der Fälle die Stationärhändler überhaupt gar keine Preisänderungen vorgenommen haben und größere Preisänderungen nur relativ selten erfolgt sind. Und auch bei den Online-Händlern gab es gar nicht so einen großen Unterschied. Also auch da über die Hälfte, ich glaube es sind 56, 57%, machten bei den beobachteten Produkten keine Preisänderungen. Und wenn es Preisänderungen gab, dann eher im etwas niedrigeren, kleineren Bereich. Also man kann sagen, es gibt mehr Preisänderungen im Online-Bereich als stationär, ja,
Aber nicht alle Händler ändern dauernd die Preise von allen Produkten. Warum werden die Preise geändert? Ja, vor allen Dingen wettbewerbsinduziert, aber sicherlich spielen auch andere Größen eine Rolle. Und da wäre so ein erster Algorithmus oder so ein erster Ansatz, der da verwendet wird, dieses regelbasierte dynamische Pricing, wo auf Basis von Regeln hinsichtlich bestimmter Marken, hinsichtlich bestimmter Verkäufer oder auch Preispunkte dann Entscheidungen getroffen werden, wie der eigene Preis angepasst werden soll. Hier sind so ein paar Beispiele aufgeführt. Dieses Thema ist auch von Amazon umgesetzt auf Marketplace. Auch da kann man sich eines Agenten bedienen, der dann automatisch Preise anpasst nach den eigenen Regeln. Das ist ein technikgetriebener Ansatz zunächst mal, der relativ leicht umsetzbar ist im Internet. Man kann das Wettbewerbsumfeld sehr differenziert abbilden. Auch ein Markenpremium kann man natürlich abbilden hier und sehr einfach implementierbar. Software as a Service, da gibt es jede Menge Angebote online, wenn man da recherchiert. Ich finde wichtig, dass man trotzdem hier noch einige Managemententscheidungen treffen muss. Also beispielsweise die relevanten Wettbewerber aussuchen. Man muss also wissen, wo gehen die Kunden sonst hin, wenn mein Preis zu hoch ist. Ich muss eine Idee haben, wie mein Preisabstand zum nächsten Wettbewerber sein darf oder sein sollte. Vielleicht kann man ja sogar ein Preispremium haben, weil man als Verkäufer da bessere Leistung bringt. Also das sind weiterhin die Managementaufgaben. Also eine Automatisierung ja, aber nicht ohne entsprechenden Input aus dem Management. Dann gibt es, also dieses hier, das kann natürlich sozusagen on the fly funktionieren, praktisch kontinuierlich. Da gibt es jetzt wenig Einschränkungen, was die zeitliche Dimension angeht, aber auch da ist das eine Managemententscheidung, ob die Preise wirklich jederzeit sich verändern oder ob ich sage, einmal in 24 Stunden und dann war es das. Ein anderer Ansatz, der etwas mehr Analytik erfordert, sind die sogenannte Preisoptimierer von verschiedenen Anbietern am Markt, die eine Preisbildung in Abhängigkeit von mehreren Merkmalen machen. Produktbeschreibung, Marke, Angebot vergleichbarer Produkte in der Filiale, also man kann da sogar Offline-Angebote mit integrieren, die Wettbewerbsprodukte natürlich und Preise, aber auch Kundenbewertungen können mit eingehen. Und solche Pricing-Software arbeitet gerne im Batch-Betrieb. Ich komme auch gleich nochmal auf die Algorithmen zu sprechen. Hier werden also Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten ermittelt zwischen den einzelnen Variablen und dann mit Regressionsmodellen, Entscheidungsbäumen und so weiter entschieden, wie der eigene Preis gesetzt werden sollte. Das wird aber üblicherweise nicht quasi in Echtzeit gemacht, sondern eher im Batchbetrieb. Man muss sich hier aber auch wieder fragen, wie gut funktionieren solche Modelle eigentlich, welche Varianzerklärung bieten sie? Also sind das eigentlich die Variablen, die da eine Rolle spielen für meine Verkäufe, für meine Preisbildung? Welche Input-Variablen soll man nutzen? Welche werden hier genutzt? Und was passiert eigentlich, wenn so Strukturbrüche kommen, also dass beispielsweise ein Wettbewerber ausscheidet oder sehr preisaggressiv wird oder so etwas? Ich weiß aus Gesprächen mit Managern, dass es im Management häufig schwerfällt, solche Modelle einzuschätzen hinsichtlich der Qualität und zwar auch unabhängig von den Anbietern einzuschätzen. Und habe auch gehört, dass man dann manchmal auch skeptisch war und gesagt hat, naja, wir können einfach nicht feststellen, ob das wirklich ein Vorteil ist für unser Business hier, weil wir einfach nicht sehen, was wäre denn gewesen an Umsatzdeckungsbeitrag und so weiter, wenn wir diese Software nicht genutzt hätten. Also ein Blackbox-Ansatz, wo man sicherlich auch die richtigen Fragestellungen nochmal artikulieren muss aus der Management-Perspektive, um da zu einer Einsatzentscheidung zu kommen. Das im Dynamic Pricing, das letzte Beispiel, was ich zeigen möchte, ist ein Beispiel aus dem Transportbereich von Flix. Kennen Sie Flixbus und so weiter, haben natürlich im Moment nicht viel zu tun in der Pandemiesituation. Deswegen diese Infos sind auch noch aus der Zeit davor. Sehr, sehr stark expandiertes Unternehmen. Hier mal so das Mengengerüst, über 2500 Fahrten pro Tag, 2000 Halte, 75.000 Relationen und 350.000 Umsteigeverbindungen macht über 2 Millionen Preispunkte, die live sind. Da ist es klar, dass man diese Preise nicht mehr manuell irgendwie managen kann, überwachen kann oder auch nur nachvollziehen kann. Da war eine Aussage von dem Referenten, dass das bedeutet, man hat ungefähr 30 Sekunden für eine Preisentscheidung, für die wichtigsten Strecken auch nur, bei dem bestehenden Team von, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten, die da dran sitzen. Hier
wird zwingend der Einsatz von Machine Learning, von Entscheidungsbaumverfahren hier in diesem Falle, basierend auf den Daten, die man hat, natürlich immer wieder angepasst unter der Berücksichtigung einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Auf der anderen Seite halten die sich natürlich auch hier in gewisser Weise in Grenzen. Es ist eben nicht personalisiert. Es geht ja hier darum einfach, dass ich verkaufte Tickets beispielsweise habe, die Saisonalitäten habe, die Feiertage drin habe und so weiter, die Einflussfaktoren, die Strecken, die Verfügbarkeit von Wettbewerbsangeboten und so weiter. Also beispielsweise Sparpreis der Bahn oder so etwas. Das sind jetzt so ein paar Beispiele für Preisentscheidungen, die dann von Algorithmen getroffen werden, die wir oder die Verbraucher häufig auch als personalisiert empfinden, obwohl sie ganz oft einfach wettbewerbsinduziert sind. Also der Wettbewerber hat den Preis erhöht, der Preis ist gestiegen und dann wundert man sich, warum man abends das gleiche Produkt, was der Freund, die Freundin morgens zu einem günstigeren Preis bekommen hat, abends, dass es teurer geworden ist. Es kann einfach daran liegen, dass der Wettbewerbspreis sich geändert hat und damit hier man einen anderen Preis angezeigt bekommt. Damit möchte ich übergehen zu der personalisierten Preisbildung, um da ein bisschen tiefer einzutauchen. Da ist ja so die Fantasie, wir haben unendlich viele Daten im Internet, wir klicken irgendwas und bewegen die Maus, all das kann man tracken. Herr Muffler, Sie hatten vorhin gesagt, Sie sitzen mit dem iPhone da. Natürlich, der Anbieter weiß, dass Sie das iPhone benutzen, der weiß, welchen Bildschirm Sie da haben, welche iOS-Version Sie benutzen und so weiter und so weiter. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sagt, diese Informationen kann man doch eigentlich nutzen, um dann personalisierten Preis abzuleiten. Und das wird eben auch gemacht oder auch versucht, sage ich mal. Und das will ich jetzt so ein bisschen näher beleuchten, einfach, was da auch die Schwierigkeiten bei diesem Thema sind. Etwas näher beleuchten, einfach um die Teilnehmer hier so ein bisschen zu sensibilisieren, welche Fragen vielleicht auch zu stellen sind, wenn jemand sagt, hier, wir können hier personalisierte Preisbildung anbieten. Ja, zunächst mal so ein paar Gedanken zum Zusammenhang, wie komplex das Problem eigentlich ist. Wenn wir einfach sagen, ja, da sitzt jetzt Herr Muffler auf dem Sofa und guckt sich seine Flüge an in der App, dann ist ja schon sehr, sehr viel passiert, nämlich irgendwie ist er ja auf diesen Flug gekommen. Also wir reden erstmal über Traffic. Wie kommt überhaupt Traffic auf den Online-Shop, auf die Seite, in die App oder je nachdem, was ich da nutze? Was passiert eigentlich bei dem einzelnen Visit, der da gemacht wird? Gab es vielleicht vorher schon Visits auf anderen Seiten? Wie sieht es mit den Käufen aus dann und hinterher der Loyalität? Ich habe jetzt einfach mit Fragezeichen mal eine ganze Menge Themen hier dazu geschrieben und mein Rot den personalisierten Preis, der dann gesucht wird. Und das soll so ein bisschen andeuten, wie komplex das Problem sehr schnell hier werden kann. Und auch, dass dieser erste Punkt der Traffic allein, der schon auf die Website kommt, sicherlich ganz wichtig ist für das, was nachher passiert und wie ich diese Informationen dann auch auswerten kann. Also zunächst mal die Frage, wie gut funktioniert das Tracking eigentlich? Ja, wir reden ja oder lesen auch ständig wieder aktuell über die Frage, wie gut funktioniert jetzt noch iOS-Tracking in Zukunft, wenn Apple da seine Pläne umsetzen wird. Wie sieht es mit den Cookies aus, wenn wir da von Google lesen, dass da entsprechende Cookies gar nicht mehr nötig sind und auch aus Datenschutzgründen vermeintlich zumindest abgeschafft werden sollen. Letztlich also die Frage, wie gut funktioniert Tracking, welche Merkmale sind bekannt, dann auch Cross-Device, also über die verschiedenen Devices und am besten wäre natürlich, wenn ich jetzt, Herr Muffler, ich muss Ihr Beispiel nochmal nehmen, auch noch wüsste, welches Surfverhalten dann Ihre Frau hat, wenn Sie zusammen auf dem Sofa sitzen. Und das ist sicherlich schon mal eine erste Herausforderung. Ja, und dann, was passiert eigentlich bei so einem Visit, was passiert eigentlich zwischendurch, welche Seiten besuche ich noch, bis hin später zu der Frage der Loyalität, was sind die Kauferfahrungen mit dem Anbieter in der Vergangenheit schon gewesen. Also welche Daten sind eigentlich relevant von diesen hier? Ich habe ja nur einige mal beispielhaft aufgeführt. Wie kommt man an die Daten, was kostet mich das? Dann, wie lernt eigentlich der Algorithmus, was sind Kosten im Sinne nicht realisierter Käufe und Umsätze und wie können die personalisierten Preise dann angewendet werden? Und um Sie da so ein bisschen mal nachdenklich zu machen, wie komplex das Ganze doch ist auf der Ebene, wenn wir bei so einem typischen Online-Shop uns eine Produktübersichtsseite angucken und der Kunde scrollt da runter, ja, das machen wir ja alle, wenn wir irgendwelchen Online-Shops unterwegs sind, scrollen wir durch die Seiten, dann ist doch die Frage, welche Produkte klickt der Kunde eigentlich nicht an, weil sie ihm zu teuer sind oder vielleicht gefallen die ihm einfach nicht.
Das kann ich jetzt bei dem Durchscrollen dieser Seite überhaupt nicht erkennen. Wenn der Kunde auf eine Produktdetailseite geht und kauft das Produkt, dann wissen wir doch nur, ja, der Preis, den hat der Kunde bezahlt, der war auf jeden Fall nicht so hoch, aber hätte er auch mehr bezahlt? Oder der Kunde kauft nicht. Und dann fragen wir uns, lag es eigentlich am Preis? Oder lag es vielleicht an der Größe oder an der Farbe oder sonst was? So, dann gibt es immer noch so diese Mythen, ja, wenn ich dauernd eine Detailseite aufrufe, also mehrfach das mache, dann weiß doch der Anbieter, dass ich total interessiert bin an dem Produkt. Und das ist doch klar, dass der Preis dann höher geht. Dann denke ich aber, dass das ein bisschen kurz gesprungen ist. Wenn jemand eine Produktdetailseite mehrfach aufruft, dann ist er interessiert, heißt, soll ich den Preis erhöhen, oder ist er interessiert, aber eigentlich ist es zu teuer und er kämpft doch mit sich, ob er es kaufen soll, soll ich den Preis senken? Vielleicht will er sich besprechen mit jemand anderem oder er zieht ein alternatives Modell in Erwägung. Alles das, diese Informationen fehlen uns. Und jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, wir arbeiten jetzt mal mit Wahrscheinlichkeiten für so einen Algorithmus. Ja? Also wir wissen nicht, warum oder was passieren wird, aber wir können ja beobachten, wie viele von diesen Konsumenten tatsächlich dann auch das Produkt kaufen. Und dazu habe ich gedacht, versuche ich mal so ein kleines analytisches Beispiel, damit wir hier mal über ein paar Zahlen reden. Nehmen wir mal einfach an, der Produktpreis wäre 200 Euro, die Einkaufskosten wären im E-Kauf würde das Produkt 80 kosten und wir hätten damit einen Deckungsbeitrag oder eine Marge von 120 Euro. Jetzt sagen wir einfach, wir haben 100 Kunden, die rufen 5-mal innerhalb von 12 Stunden eine Produktdetailseite auf. Und wir können das beobachten. Von diesen 100 Kunden kaufen am Ende 20 Kunden. Dann haben wir einen Umsatz von 20 Kunden mal diese 200 Euro, wären 4.000 Euro und einen Deckungsbeitrag von diesen 20 Kunden, 120 Euro, sind wir bei 2.400 Euro. Jetzt überlegen wir uns, schlau wie wir sind, hey, wir hätten vielleicht ein paar mehr gekauft, weil das sind alles Zögerer und die sollten dann doch bei einer Preissenkung eigentlich deutlich mehr verkaufen können. Also Annahme, den übrigen Kunden war es noch zu teuer, machen wir also eine Preissenkung. Sagen wir, der neue Preis sei 150 und wir sehen 30 Kunden kaufen, tatsächlich mehr. Der Umsatz wäre dann 30 mal 150, ne, der neue Preis mit der neuen Menge, 4.500. Also wir würden schon mal mehr Umsatz machen als in der Ausgangssituation. Der Deckungsbeitrag wäre aber gesunken, nur noch 2.100 statt den 2.400 in der Situation, wo wir ohne die Preissenkung auskommen. Andersrum betrachtet, wir bräuchten insgesamt über 70% mehr Käufe als ohne die Preissenkung, um auf den gleichen Deckungsbeitrag zu kommen. Was wir auch sagen können jetzt nach dem Experiment, die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf bei dem Preis von 200 ist 0,2 und die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf bei dem Preis von 150 ist 0,3. Und wir kennen sogar die Vorbedingung, was jetzt für bestimmte statistische Verfahren sehr interessant ist. Also die Vorbedingung, dass die Seite eben 5-mal in 12 Stunden aufgerufen wurde. Mit der Info können wir auch weiterarbeiten. Dieses Beispiel soll nun mal zeigen, zum einen, um wie viel Geld es schnell gehen kann, dass es aber auch vor allen Dingen erstmal um Segmente weiterhin geht. Ja, weil das ist jetzt ja noch nicht individualisiert. Ich habe jetzt einmal gesagt 20, einmal 30 Kunden. Es geht also erstmal weiterhin um Segmente, die allerdings deutlich kleiner werden. Wir brauchen ziemlich viele Beobachtungen, um das mit Sicherheit sagen zu können, dass das wirklich 30% sind oder 20%. Wir brauchen auch eine Menge Preisvariationen, wenn wir das testen wollen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache die Preissenkung auf 180, über 180 weiß ich jetzt nichts in dem Falle. Was man auch sieht, dass Preisexperimente teuer sind. Um das rauszufinden, wie viele Kunden bei 150 kaufen, habe ich, wie Sie hier sehen, doch einen erheblichen Deckungsbeitrag verschenkt, also auf Deckungsbeitrag verzichtet. Und das ist erheblich teurer, als wenn man solche Fehler macht bei der Kommunikation, bei der Werbung. Das ist einfach darin begründet, dass die Anzeigen natürlich viel günstiger sind. So, jetzt haben wir natürlich nicht nur diese eine Beobachtung, dass der die Seite ein paar Mal aufgerufen hat. Wir könnten ja auch noch weitere Daten hinzufügen. Das war jetzt ja nur mal ein herausgegriffenes Beispiel. Wir könnten auch noch hinzufügen, welches Interface benutzt er oder welches Gerät hat er benutzt, um wie viel Uhr hat er die Sachen aufgerufen und so weiter und so weiter. Das wird allerdings natürlich eine Herausforderung ans Tracking, aber auch eine wesentlich komplexere Entscheidung, da wir hier mehr Variablen dann zu beachten haben und die Dimensionen unseres Beobachtungsraums nehmen enorm zu. Das Problem wird also langsam unübersichtlich.
Ja, und jetzt wage ich mich doch etwas weiter vor und versuche mal zu sagen, wie kann ich mit diesen Dingen umgehen und was sind jetzt so die algorithmischen Ansätze? Und da ich schon in der Teilnehmerliste gesehen habe, dass da ausgewiesene KI-Experten dabei sind, bitte ich jetzt um Nachsicht, wenn ich das wirklich etwas stark vereinfache. Aber ich glaube, ich will einfach mal versuchen, so ein bisschen zu sensibilisieren für die Problematik. Wir haben zwei Klassen von Algorithmen grundsätzlich da zur Verfügung. Das sind die modellbasierten und die selbstlernenden. Und ich habe versucht, das wirklich mal super, super einfach darzustellen. Die modellbasierten Algorithmen funktionieren etwa so, wie gerade mein Ansatz schon war. Man sammelt eine Menge Daten und versucht, die Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Also welche Merkmale weisen Kunden auf, die einen bestimmten Preis bezahlt haben. Daraus entwickle ich dann einen Algorithmus, in dem Sinne, dass ich eine Regressionsanalyse im vereinfacht gesagt und alle weiter abgewickelt, davon abgeleiteten Verfahren versuche zu nutzen. Also indem ich einfach sage, welchen Einfluss haben eigentlich diese Merkmale, die ich beobachten kann, auf den Preis, den der Kunde tatsächlich bezahlt hat. Und im letzten Schritt kann ich dann mit einer Testmenge von diesen Daten ausprobieren, wie gut der Algorithmus eigentlich in der Voraussage ist. Wenn man mit diesem Ansatz losläuft, dann braucht man natürlich eine umfangreiche Datensammlung schon mal. Man kann natürlich auch nur die Daten nutzen, die man hat. Also man kann nicht jetzt irgendetwas daraus fantasieren, was die Daten nicht hergeben. Man kann erst nach der Trainingsphase starten, klar. Und man kann natürlich aber auch die Dinge anpassen. Auf der anderen Seite haben wir die selbstlernenden Algorithmen. Und ich hoffe, ich erkläre es wirklich ausreichend und richtig genug, wenn ich das so ganz simpel sage, dass die so funktionieren ohne Modell. Die gucken sich es gibt eine Ausgangslage. Der Algorithmus macht irgendetwas, irgendeine Aktion, also zum Beispiel verändert einen Preis. Und dann ergibt sich eine neue Situation, ein neuer Status, der abgespeichert wird. Und das ist dann das Lernen, woraus ich lernen kann. Also wenn es erfolgreich war, dann war das eine gute Aktion des Agenten. Es gibt eine Belohnung. Wenn es nicht erfolgreich war, kann es auch negative Belohnungen geben. Und dadurch lernt halt dieser Algorithmus, was man machen sollte und was nicht. Kann sofort starten. Allerdings haben wir gerade schon gesehen, bei so vielen verschiedenen Daten, die da anfallen und die auch alle eine Rolle spielen können, gibt es sehr, sehr viele Dimensionen, die diesen Zustandsraum beschreiben. Also es wird schon mal sehr komplex. Jetzt gibt es natürlich wieder Erweiterungen von solchen sehr einfachen Ansätzen, dass man beispielsweise Modelle auch nutzen kann, um so eine Grundaussage für den Algorithmus zu schaffen, auf der er dann startet erst. Man kombiniert also die Dinge und man kann auch noch über weitere mathematische Verfahren dieses Lernen dann verbessern. Ich denke, aus BWL-Sicht ist aber ganz wichtig, dass das Lernen Geld kostet. Das haben wir gerade gesehen. Ja, wenn ich irgendeinen Roboter programmieren will mit so einem selbstlernenden Algorithmus und der fährt einfach gegen die Wand, dann ist das nicht so schlimm. Das merkt er dann sich, dass da die Wand ist und dann hat er das verstanden und abgespeichert. Aber wenn es mich jedes Mal richtig viel Deckungsbeitrag kostet, dann ist es einfach ein sehr, sehr teures Lernen. Und das sollte natürlich reduziert werden. Letztlich kann man immer sagen, es geht so ein bisschen darum, wie ist das Verhältnis von Exploration oder Exploration zu der Exploitation? Also wie viel investiere ich in das Lernen von meinen Algorithmen und wie viel habe ich hinterher davon? Jetzt kann sich, glaube ich, jeder an der Vielfalt der Merkmale ausdenken, dass das wahrscheinlich schon gar nicht so leicht wird, da ein vernünftiges Verhältnis hinzubekommen und dann auch kostengünstig hinterher zu werden. So, das war der Versuch, Ihnen so einen kleinen Einblick zu geben, wie komplex das Ganze ist und dass also die einfache Kenntnis, es wird ein iOS-Device benutzt, sicherlich nicht ausreicht, um dann irgendwelche Preisbereitschaften zu modellieren. Natürlich kann sein, dass mit dem iOS-Device eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen höheren Preis da ist, aber wenn Sie dann nochmal mit den Daten weiterrechnen würden und denken mit den Deckungsbeiträgen, wenn Sie schnell feststellen, dass man sich da ziemlich sicher sein muss, dass die Preisbereitschaft auch da ist, weil man sonst sehr viel Deckungsbeitrag verschenkt und das extrem teuer wird. Also bei aller Begeisterung und bei irgendwelche mathematischen Zusammenhänge, die Betriebswirtschaftslehre zeigt doch immer noch hier, was man tun sollte oder nicht, wenn man seinen Gewinn dann erhöhen möchte. Jetzt gibt es bei der Umsetzung noch ein weiteres Problem. Also wir hatten Datensammlung, jetzt hatten wir Datenanalyse. Kommen wir mal auf die Umsetzung personalisierter Preise nachher. Jetzt haben wir so getan, als ob das einfach angezeigt wird und wir sehen halt unseren neuen Preis. Aber so einfach ist es nicht. Das war das, was wir gerade gesehen hatten. Produktsuche, vielleicht auch eine Bindung zu einem Online-Shop und da wird dann
ein individuelles Produktangebot, aber vielleicht ein individueller Preis auch angeboten. Und zwar auf Basis von irgendwelchen Daten mit irgendeinem Algorithmus berechnet, mit allen Kosten, wie wir es gerade gesehen hatten. So, damit ist das Bild aber ja nicht fertig, denn zunächst mal gibt es vielleicht einen Datenaggregator, der dann da auch noch mitspielt und hier erstmal eingeschaltet werden muss. Vielleicht gibt es ein Stationärgeschäft, wo die Kunden dann auch ihre Produkte suchen und was im Rahmen eines Omnichannel-Ansatzes diesen Online-Shop betreibt und den Stationärgeschäft. Wie sieht es denn da aus? Welchen Preis wird der Kunde da finden? Vielleicht spricht der Kunde mit anderen Kunden über Social Media und die Preiserfahrungen. Also es könnte hier eine Irritation geben, wenn dann die anderen Kunden andere Preise bekommen haben. Und vor allen Dingen kann es ja auch sein, dass die Produktsuche auf Preisvergleichsseiten oder bei Suchmaschinen weitergemacht wird. Und da müssen auch Preise angezeigt werden. Die kommen vielleicht von den Wettbewerbern, von dem eigenen Online-Shop natürlich, von Plattformhändlern. Und dann stellt sich ja auch die Frage, wie finden die denn den individuell sinnvollen Preis heraus, die Wettbewerber? Und wenn man das so erweitert, dann fängt man an, darüber nachzudenken, naja, dann müssten die ja auch alle in der Lage sein, solche Algorithmen zu fahren, so ein Tracking zu machen. Die müssten auch alle eine entsprechende Kostenposition haben, dass sie das durchführen können und vor allen Dingen, sie müssen die gleichen Ziele verfolgen. Denn wenn der eine Shop versucht, die Preisbereitschaft abzuschöpfen, aber der andere will einfach nur Umsatz machen, dann wird der zweite Shop, der nur Umsatz machen will, den ersten natürlich unterbieten und sich mit geringerem Deckungsbeitrag zufrieden geben, aber den Verkauf selber generieren. Und dann ist schon klar, der Wettbewerb setzt also die Obergrenze für diese schönen personalisierten Preise, solange die Konsumenten halt auch den Wettbewerb anschauen und dort auch Preise suchen. Also relativ komplex und relativ unschön. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass man das Ganze doch noch umsetzt. Und die eine, das hatte ich schon erwähnt, den Einsatz konnte man bisher auch nicht nachweisen in der Form. Die eine Art der Umsetzung ist über ein Login zur Identifikation und zum Dialog. Zum Beispiel bei ASOS, da muss man sich registrieren. Und wie man hier sieht, da gibt es auch exklusive Rabattaktionen. Dahinter können sich solche personalisierten Rabattaktionen verbergen, weil jeder Discount, der personalisiert gegeben wird, ist ja auch ein individualisierter Preis. Oder eben bei H&M genau das Gleiche finden wir da. Da ist es tatsächlich so, wenn man sich einloggt, kriegt man ein paar individuelle Angebote angezeigt, die dann personalisiert sein können und zugeschnitten sein können. Das im Online-Bereich und da kann man auch untersuchen, warum Leute das machen oder nicht. Ich werde da jetzt die nächste Zahl überspringen. Aber wir sehen das auch im Offline-Bereich. Ein Beispiel ist Lidl Plus, eine App, die extrem erfolgreich ist und immer ganz oben in den Download-Charts ist bei den Shopping-Apps. Wenn man sich die Bewertungen anschaut, auch sehr gut bewertet. Sie kennen alle das Geschäft und vielleicht kennen einige auch die App. Es ist eben auch so, dass man seine Einkäufe scannt, also die beim Bezahlen vorzeigt, die App, dann wird der Kassenbon dort gespeichert in der App und man kann eben personalisierte Discounts kriegen über verschiedenste Aktionen. Und ich habe mal so ein paar Kommentare hier rausgeschrieben, die uns ein bisschen dazu bringen sollen, wie Konsumenten denn auch sowas sehen. Hier hat jemand geschrieben, teilweise interessante Gratis- und Rabattaktionen, aber das ist Geschmackssache. Es kann nicht immer für jeden etwas dabei sein. Ja? Also das heißt, offensichtlich hat man hier Rabatte angeboten für Produkte, die die Person gar nicht unbedingt wollte, aber auch für Produkte, die die Person sowieso kauft. Und die Personalisierung sollte ja hier dann dahin gehen, mehr Umsatz zu machen. Also nicht irgendwas zu rabattieren, was die Person sowieso kauft, sondern andere Sachen, die aber hier nicht unbedingt auf Gegenliebe sofort gestoßen sind. Hier eine andere Stimme, die zeigt, wo es funktioniert. Die Angebote laden manchmal auch ein, seinen Alltagseinkauf anders zu gestalten und neue Sachen auszuprobieren. Genau das ist ja, was man möchte, dass man über dann individualisierte Rabatte es schafft, dass die Person dann ihr Einkaufsverhalten verändert. Und es gibt auch die ganz harten, dieser hier zum Beispiel, wenn man diese Artikel nicht braucht und sie auch nicht probieren möchte, bringt Lidl Plus leider gar nichts. Das wäre so ein Beispiel, der hat gar keine Preiselastizität, dem kann ich individualisiert Discounts geben, das bringt mir nichts. So, das die Möglichkeit, solche Dinge auch stationär umzusetzen, personalisierte Preise über Coupons oder in geschützten Login-Umgebung. Ja, mit Blick auf die Uhr noch einen kurzen Teaser in diesem Kontext zu der weiteren Strategie und dann würde ich ganz gerne noch kurz auf die ethischen und Fairness-Dimensionen eingehen.
paar weiterführende Überlegungen jetzt nochmal strategisch Art. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie das so funktionieren könnte, aber macht das überhaupt eben Sinn? Jetzt ist hier ein Beispiel mal untersucht worden oder eine Situation modelliert worden, wo wir einen stationären Händler haben, der ein situativer Monopolist ist, also ein Lebensmitteleinzelhändler, in einem Ort, wo es jetzt keine weiteren Märkte mehr gibt, mit dem Ziel, mehr Deckungsbeitrag zu machen. Und auf der anderen Seite Hersteller, die im Wettbewerb zueinander stehen und die wollen nicht einfach mehr Deckungsbeitrag machen, sondern mehr Deckungsbeitrag mit der eigenen Marke machen. Natürlich hat der Händler erstmal alle Informationen über das Kaufverhalten seiner Kunden und nicht der Hersteller, ne? Also hier in dem Beispiel würde Lidl die Informationen haben, aber der Hersteller der Produkte, in dem Beispiel, was hier untersucht wurde, waren das Coca-Cola und Pepsi, der Hersteller dort hätte die Informationen nicht. Jetzt könnte der Händler hingehen und einen Coupon aussenden, um die Kunden zum Wechsel der Marke zu bringen. Dann würden die Kunden von Coca-Cola auf Pepsi vielleicht wechseln oder umgekehrt. Für den Händler ist das gar nicht mal so attraktiv, weil die Kunden kaufen ja sowieso bei ihm und wenn seine Marge ähnlich ist bei beiden Produkten, ja, was kann er dem Kunden für einen Discount bieten? Er könnte aber auch sagen, diese Informationen über das Kaufverhalten der Kunden verkaufe ich an den Hersteller. Denn der möchte ja vielleicht den Kunden rüberziehen. Also Coca-Cola möchte den Pepsi-Kunden gewinnen. Der Hersteller wird sich dann überlegen, aha, da interessant, da gibt es also jemanden, der hat in der Vergangenheit immer, also wenn ich Coca-Cola wäre, würde ich feststellen, der hat immer Pepsi gekauft und ich weiß jetzt aus meinen Untersuchungen, wie Leute, die entsprechend häufige Pepsi-Käufe getätigt haben, wie gut ich die zu mir rüberziehen kann und welchen Umsatz ich mit denen in Zukunft machen werde und berechne den Customer Lifetime Value dann von diesen Kunden. Und könnte auf die Idee kommen als Hersteller, dann sende ich halt diesen Coupon an den Kunden. Also physisch gesehen würde das nicht der Hersteller dann tatsächlich versenden, sondern das würde der Händler verteilen, der würde die Distribution machen. Aber der Discount, der käme vom Hersteller. Und wenn man weitergeht, dann ist das für den Händler natürlich sehr interessant, wenn er diese Informationen verkaufen könnte, weil dieser Gewinnzuwachs, den der Hersteller dann machen könnte, mit den Informationen, indem er einen Kunden gewinnt und diesem Kunden sein restliches Leben dann, was weiß ich, Coca-Cola verkauft. Dieser Gewinnzuwachs, da kann der Händler natürlich dran partizipieren, weil er seine Informationen entsprechend teuer verkaufen kann an den Hersteller. Und für den Hersteller kann das also gar nicht so interessant sein am Ende, wenn es nämlich so ist, dass der Händler die zusätzlichen Gewinne bei ihm wieder abschöpft. Und dann ist der Händler hinterher besser dran als der Hersteller. Der Hersteller würde gar keine diese Preisdifferenzierung gar nicht tun. So, das ist so eine strategische Überlegung, wo man sieht, dass einfach die Vertriebsstruktur ganz entscheidend auch dafür ist, ob überhaupt solche Personalisierung dann eine Rolle spielen kann. Ja, auch abschließend ein paar Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen, die zu beachten sind in dem Kontext. Zum einen wurde mal die Frage schon untersucht, schon das war eben in dieser Hochzeit da 2016. Finden Sie es prinzipiell eigentlich gut, dass Online-Shops ihren Kunden individuelle Preise machen? Und damals war ganz klar eine Mehrheit dafür, dass immer derselbe Preis gelten sollte. Also man hat offensichtlich überhaupt nicht gesehen, dass man auch davon profitieren kann. 38% fanden individuelle Preise gut. Wenn man sich jetzt überlegt, warum ist das eigentlich so? Wann finden Leute Preise fair oder nicht? Dann gibt es so einen konzeptionellen Rahmen zu diesem Thema, wo man feststellen kann, dass nach einem Preisvergleich so ein paar Kriterien entscheidend sind, ob jemand etwas als fair ansieht oder nicht. Das ist nämlich die Ähnlichkeit der Transaktion zur gewählten Referenz. Also hat mein Freund oder meine Partnerin oder wer auch immer die gleiche Transaktion mit anderen Preisen gemacht. Nein, das wäre jetzt wieder das Beispiel von Herrn Muffler. Zwei Personen in der gleichen Situation auf dem Sofa, unterschiedliche Preise. Da gibt es natürlich sofort die Referenz. Findet man unfair. Warum ist das jetzt so? Vor allen Dingen die Verteilung von Kosten und Gewinnen spielt eine große Rolle. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Anbieter sich ja, bereichert auf meine Kosten und ich nicht raus kann. Und dann gibt es noch den Punkt auch der sozialen Normen beispielsweise, wenn man akzeptiert, dass Leute, die häufig was kaufen, dann einfach einen besseren Preis bekommen. Und dann natürlich auch noch die Beziehung zum Verkäufer, wie lange man da schon Kunde ist. Aus Managementperspektive ist halt wichtig, dass man die Einflussfaktoren hier kennt, weil dann kann man was dagegen tun und entsprechend zum Beispiel die Transaktionen unähnlich machen. Wenn man sich wieder die Empirie anguckt, stellt man fest, tatsächlich ist es so, dass die meisten Praktiken als unfair bewertet werden.
Die unteren drei hier, das sind ganz große orangene Unfairbalken. Also bestimmte Merkmale, was wir gerade hatten mit der Personalisierung, wird als unfair bezeichnet, oder auch die geografische Differenzierung wird als unfair bezeichnet, oder auch eben, wenn sich ein Kunde besonders interessiert, wird als unfair bezeichnet, weil offensichtlich hier der Anbieter seine Gewinne verbessert auf Kosten des Kunden. Allein diese Treueangebote werden akzeptiert mit der großen Mehrheit. Das besteht natürlich auch, oder dahinter steht natürlich auch ein entsprechendes Wissen, die Annahmen dazu und auch soziale Normen, die akzeptiert sind. Also man sieht, das ist nicht so ohne das Thema und kann auf eine hohe Reaktanz, zu einer hohen Reaktanz von Maßnahmen führen. Man sollte sich also sehr damit beschäftigen. Letztes Chart zu diesem Thema ist nochmal der etwas weitere Rahmen. Algorithmen, die Preise bilden. Da haben wir natürlich das große Thema Datenschutz, die Datenerfassung und die Datennutzung. Hier geht es darum, dass die Konsumenten auch in Zukunft stärker darüber informiert werden müssen, wenn Preise auf Basis von persönlichen Merkmalen gebildet werden oder auf Basis des Hörverhaltens. Das ist eine EU-Richtlinie, nicht im Detail, aber generell. Und natürlich geht es um die Datenerfassung und die Einwilligung. Das kennen wir alle. Es gibt aber auch die Diskussion um die Lauterbarkeit und die Diskriminierung von solchen Maßnahmen. Und da kann man unterscheiden, wenn verbotene oder unlautere Mechanismen implementiert sind oder diskriminierende Mechanismen in den Algorithmen implementiert werden, dann reden wir über die Möglichkeit einer Ex-ante-Regulierung von Algorithmen, also vorab solche genehmigen lassen zu müssen. Oder wenn die Preise diskriminierend sind, dann auch über eine Ex-post-Regulierung von Preisen. Das ist in der Diskussion in der Politik ja, oder Stand der Diskussion gerade. Ganz wichtig ist aber auch dabei das Wettbewerbsrecht, weil immer wieder argumentiert wird, dass diese Diskriminierungen bei einem funktionierenden Wettbewerb eben schwierig sind oder auch nicht stattfinden können, weil eben der Wettbewerber immer dann noch die günstigeren Preise anbieten kann und der Kunde kann eben wechseln zum Wettbewerb. Und auf der wettbewerbsrechtlichen Seite sind aber auch Aspekte sehr relevant, eben die Aspekte der illegalen Preisabsprachen, also ob Algorithmen illegale Preisabsprachen fördern, beispielsweise. Und da kann man klar sagen, bei den modellbasierten kann es eingebaut sein, dass Preisabsprachen gefördert werden. Das ist aber das Gleiche, was wir als Kartellproblem auch sonst in der normalen Welt haben. Und auch bei selbstlernenden Algorithmen, da kann man die dazu bringen, dass sie auch zu Preisabsprachen kommen, aber das ist eben nicht dort unbedingt der Fall ist. Das ist aber eine Frage, die auch diskutiert wird, untersucht wird. Und letztlich natürlich beim Ergebnis, bei den Preisen, ob Preisabsprachen tatsächlich feststellbar sind. So, das war so ein bisschen ein paar Fortschritte nochmal durch diese Aspekte, aber ich denke, das ist wichtig, dass man die Fairness und die rechtlichen Aspekte sehr genau auf dem Schirm hat, weil hier auch die Politik sehr dynamisch agiert noch. Ja, komme ich zu meinem Fazit. Das sind einfach nochmal fünf Punkte, um es zusammenzufassen. Dann bin ich durch. Wir können also sagen, dynamisches, wettbewerbsorientiertes Pricing ist im Online-Bereich weit verbreitet und basiert in der Regel vor allem auf Wettbewerbspreisen. Echtes personalisiertes Pricing bringt weiterhin große Herausforderungen mit sich, insbesondere bei der Preisbestimmung. Die Umsetzung von solchen personalisierten Preisen dürfte sich dann auf personalisierte Umgebungen, also Logins, Coupons und so weiter konzentrieren. Und ein weiterer Aspekt, wenn man ihn ein bisschen weiter aufmacht, dann sollten personalisierte Preise unbedingt integrierter Bestandteil einer personalisierten Shopping-Experience über alle Kanäle sein. Also auch Produktangebot, Darstellung und Kommunikation umfassen und nicht so isoliert betrachten, nur personalisierte Preise. Und die verhaltensbezogenen Einflussfaktoren sind bei jeder Form der Preissetzung und Preisdifferenzierung zu berücksichtigen. Und natürlich werden die sich auch im Laufe der Zeit durch die Erfahrungen der Konsumenten entsprechend wandeln. Ja, damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld für dieses komplexe Thema. Kommt ein Beitrag zu dem Thema raus in einem Sammelband von Marion Halfmann und Katharina Schiller. Marketing Analytics erscheint jetzt in diesem Jahr dann demnächst bei Springer Gabler. Und Sie können sich auch ein Preprint von dem Beitrag heute schon von meiner Website runterladen. Bin gespannt auf die Fragen. Vielen Dank, Herr Schleusen. Super spannend. Super spannend. Ich sehe, es sind noch keine Fragen über den Chat reingekommen. Gibt es jetzt vielleicht jemanden, der live eine Frage stellen möchte, mit Kamera und Mikro?
erstmal alle erschlagen. Gut, das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann erlaube ich mir eine Frage. Und wir haben das schon ein bisschen andiskutiert bei unserem Vorgespräch. Jetzt ist jemand gekommen, Herr Vergossen, ich kann das gerne machen. Gut. Ja, dann, guten Tag. Bin ich zu hören? Sie sind zu hören, Herr Vergossen. Ja. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob das dort das Mikro klappt. Wunderbar. Kamera habe ich noch nicht angeschaltet, kann ich aber auch gerne machen, wenn das besser ist. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich möchte nur fragen, diesen regelbasierten Ansatz, der ja ganz zu Anfang vorgestellt wurde, also gibt es da praktische Erfahrungen mit? Ich kann mir das schwer vorstellen, denn wenn jetzt mehrere Anbieter aus einer Branche zum Beispiel dann sich einem solchen Mechanismus gegenübersehen, dann würde ja dieser regelbasierte Mechanismus unterbietet den Wettbewerber dazu führen, dass der Preis ganz schnell unten wäre. Das kann es doch auch nicht sein. Also es wird das überhaupt eingesetzt. Ja, genau, gute Frage. Das war auch tatsächlich der Fall ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, hier die Folie dazu. Genau. Das war tatsächlich am Anfang mal der Fall. Ich habe mir das Beispiel jetzt hier gespart aus Mangel an Zeit, dass ganz stumpf der Preis wettbewerbsorientiert gesetzt wurde und dann gab es so ein Wettrennen nach oben in dem Falle. Da sollte dann ein Taschenbuch irgendwie 5 Millionen Dollar kosten. Genau, das würde passieren, wenn die... Wenn das so simpel gemacht werden würde. Deswegen gibt es hier diese etwas komplexeren Agenten jetzt, wo man dann sagen kann, eben, das soll nun bei bestimmten Wettbewerbern gemacht werden. Und natürlich kann man auch, das sieht man jetzt bei dem Amazon-Thema, hier unten bei diesem Screenshot von dem Amazon, man kann natürlich auch den Minimumpreis setzen und den Maximumpreis. Also da hätte man dann oben einen Preiscap und insofern würde das dann nicht passieren, dass ich, da hätte man oben und unten einen Preiscap und man würde also nicht in die Gefahr laufen, dass man sich da völlig rauspreist. Okay. Aber es wird tatsächlich auch angewendet, also es ist schon zu finden auch im Markt. Ja klar, das machen alle, mehr oder weniger manuell auch. Also wenn also der erste Schritt ist halt, dass man die relevanten Wettbewerber definiert. Ich habe das Beispiel Kinderwagen im Kopf, den Shop, der Kinderwagen verkauft, der guckt sich halt an, wer ist mein Wettbewerber, was macht Amazon gerade, Amazon ist eigentlich immer dabei dann und was macht dann vielleicht ein Otto, aber vielleicht ist irgendein anderer kleiner Babyshop, Babymarkt dann völlig uninteressant, weil der nicht gefunden wird, der hat keinen Traffic, also wenn der einen billigen Preis hat, dann ändert er seinen Preis gar nicht. Und dann hat er so einen Korridor eingezogen und sagt halt, ich will halt einen bestimmten Abstand zu Amazon haben und wenn Amazon doch noch günstiger wird, dann verzichte ich drauf, dann mache ich halt mal keinen Umsatz, dann kann ich einfach nicht mithalten, ja, da muss ich halt entsprechend das akzeptieren. Genau, und das Category Management das schon immer in den Abverkäufen auch direkt erleben und dann entsprechend seine Algorithmen entsprechend steuern. Aber dazu kommt natürlich auch die Frage, wie viel Traffic ist gerade auf der Plattform. Vielleicht ist das ja auch das Problem, dass man nichts verkauft. Also da muss das insgesamt, die Kennzahlen müssen insgesamt dann im Blick behalten werden. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage, Herr Vergossen. Wir haben eine Frage noch reingeklickt über den Chat. Und zwar spielt das Login und diese Möglichkeit der Personalisierung nicht Google und Co. in die Hände? Vor allem im Ausblick auf die kommende E-Privacy-Verordnung, speziell in der Bewerbung. Ja, genau, das hatte ich auch versucht, so ein bisschen hiermit auch nochmal so anzuteasern, dass plötzlich dieses Thema, wer hat denn die Informationen, ganz wichtig wird. Und wenn jetzt Google die Informationen hat oder Apple oder wer auch immer, dann kann das natürlich auch monetarisiert werden. Im Hinblick auf die Berechnung von Preisbereitschaften, wenn ein Hersteller oder ein Händler Interesse daran hat, dann entsprechend an diesen Kunden zu verkaufen. Ja, deswegen spielt es eine große Rolle. Das Thema Login, also deswegen spielen diese anderen, diese Informationsbroker eine große Rolle und die Frage stellt sich auch, wenn man so ein bisschen visionär sagen kann, ob ein Händler nicht dann eher zum Informationsbroker werden müsste. Ich habe vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Webinar über die Situation in China gehört, wo sich Händler explizit inzwischen als Informationsbroker verstehen und gar nicht mehr so als Händler. Ja, und da ist natürlich auch ein Amazon dann genau das Gleiche. Der versteht sich auch so,
glaube, Jeff Bezos hat es auch mal gesagt. Also die Transformation eigentlich des Händlers zum Informationsbroker. Und wenn er das nicht tut, wird es halt ein anderer tun. Vielleicht hat es ein anderer wie ein Google auch schon getan oder ein Apple. Also super spannend in die Richtung weiterzudenken. Und da dreht sich die Welt sehr schnell. Was Privacy-Themen angeht, da sind solche Dinge wie ein freiwilliges Login bei einem Anbieter natürlich eine sehr schöne Sache, weil das ja immer mit Einverständnis dann verbunden ist. Also die Transparenz muss da sein, dass die Konsumenten wissen, dass auf ihren Basis ihrer Daten ihnen individualisierte Angebote gemacht werden. Aber was wir auch sehen, Konsumenten haben durchaus ein Interesse daran, ökonomische Vorteile durch ein Login zu erzielen. Das ist jetzt eine Folie, die ich hier gerade mal ausgeblendet hatte. Wir haben das mal untersucht in einem Modell. Da ging es um die Frage, dieser aktive Login, den wir gerade hatten, hier rechts unten in Rot, wie kommt der eigentlich zustande? Und haben mal verschiedene Einstellungen gegenüber bestimmten Verhaltensweisen untersucht. Und man sieht, der größte Treiber ist der hedonische Nutzen. Also Leute loggen sich vor ihrem Kauf irgendwie ein, weil sie ein besseres Web-Erlebnis haben. Das sehen wir auch bei allen Personalisierungssachen, Studien auch. Und ein ökonomischer Nutzen, der kommt dann als nächstes, der eine Rolle spielt. Also insofern, denke ich, sehen wir, dass Privacy-Themen dann ja quasi aus Konsumentensicht sicher erstmal zur Seite geschoben werden. Hier sieht man ja auch, Datenschutzrisiko ist immer am wenigsten bewertet, ist immer am wenigsten problematisch. Der wahrgenommene Aufwand beim Login ist viel wichtiger als ein Datenschutzrisiko. Und zum Zweiten eben habe ich hier immer eine Einwilligung bei solchen Methoden. Und dann denke ich, ist das der Weg, womit man auch mit weiteren Privacy-Themen ganz gut zurechtkommen kann. Gut, vielen Dank, Herr Rosenkranz, für diese Frage. Jetzt, wir haben noch eine Minute Zeit und es ist noch eine Frage reingekommen vom Herrn Kieschke. Und zwar, wie können Retourenquoten in diesen Modellen berücksichtigt werden? Ja, ich sagte ja auch, die Personalisierung sollte sich ja ein bisschen umfassender beziehen, nicht nur auf den Preis, sondern eben auch auf Produktangebot und Darstellung und so weiter. Und da können die natürlich auch genauso mit reingehen. Hohe Retourenquoten sind jetzt ja nicht per se ein Problem, sondern nur dann, wenn der Kunde eben unprofitabel wird dadurch. Man kann es kundenspezifisch natürlich auswerten und sich dann auch sicherlich ganz genau überlegen, welche Preisincentives man so einem Kunden, der eine hohe Retourenquote auch hat, also dessen Profitabilität insgesamt problematisch ist, ob man dort auch noch Preisreduktionen nutzen sollte. Deswegen hatte ich in meinem Beispiel mal die Rechnung so ein bisschen auf den Deckungsbeitrag abzielen lassen, weil das ist das, worauf es ankommt am Ende. Und wenn ich also Retourenquoten mit einberechne oder die Retouren mit berücksichtige, dann ist die Kundenprofitabilität natürlich geringer und also ergibt sich auch weniger Spielraum hier bei solchen Kunden dann noch Preisreduktionen vorzunehmen. Gut, vielen Dank, Herr Kieschke, auch noch für diese Frage. Dann sind wir durch. Punktlandung 18:00. Super Timing, Herr Schleusner. Perfekt. Vielen Dank noch einmal für den Vortrag und die spannende Diskussion auch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg mit dem Band, der da rauskommt. Und Sie haben es nochmals eingeblendet für die Teilnehmer heute, wo man sich denn runterladen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Höfner, gibt es noch was von Ihrer Seite? Nein, ich würde nur ganz kurz noch auf den nächsten Science Talk hinweisen, der heute in 2 Wochen stattfindet. Und da geht es dann um das Thema Analyse des Wettbewerbsumfelds durch die Auswertung der digitalen Sichtbarkeit. Ich denke, das ist auch wieder ganz spannend, aber wir schicken Ihnen das auch nochmal zu, den Link zur Anmeldung, und würden uns freuen, wenn da wieder reichlich Teilnehmer dabei sind. Gut, danke schön. Wünschen wir noch einen schönen Abend. Dem schließe ich mich an, ja. Vielen Dank fürs Teilnehmen und einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Kann ich irgendwie die Aufzeichnung nicht stoppen? Was macht denn der hier?